Grüß Gott, ich will endlich das Lernen bis 2013 Jänner machen. Ich habe halt das noch ein bisschen rausgezögert, aber es hat sich hier nichts gebracht, weil es ist nicht wirklich viel leer worden. Ich fange jetzt mal mit den Sachen an, die nicht leer worden sind, und zeige euch die Sachen, die leer worden sind, am Ende, weil die habe ich eh auch in Aufgebraucht-Videos gezeigt. Also werden ein paar wissen schon, was ich aufgebraucht habe und ein paar nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Beginnen wir mit der Bronze. Da habe ich ja zwei, was ich gesagt habe, will ich ja aufbrauchen, beziehungsweise bei einem Hit the Paint schaffen. Also der Art Deco Bronzer sieht dabei so aus. Ich habe nicht geschafft, den leer zu bekommen. Das ist auch ein bisschen. Ich glaube, das war auch ein bisschen zu viel verlangt, weil da werde ich sicher noch 4 Monate oder so mit hinkommen. Da bin ich mir komplett sicher. Also, weil die dunkle Seite allein ist schon sehr orange-stichig. Und das wird ein bisschen brauchen, bis ich den leer bekomme. Aber ich werde ihn weiterhin benutzen. Bis ich halt die Schnauze voll davon habe. Aber ich werde ihn weiterhin benutzen, weil ich benutze ihn sehr gern. Der zweite Bronzer, den ich, wo ich eine coole, also wo ich Hit the Paint schaffen wollte. Ich kratze mir gerade meinen Nagellack ab. Ich kriege den nicht auf, so. Ist dieser hier. Entschuldigung, meine Stimme versagt ein bisschen. Das ist der hier. Das ist der von Catrice. Der von der Bohemia Elite Definition Bronzer. Wie ihr sehen könnt, habe ich kein Hit the Paint geschafft. Leider nicht. Aber das hat. Ich habe ihn noch nicht so oft benutzt. Ich habe meistens den Art Deco Bronzer benutzt. Das habt ihr sicher auch mitbekommen. So, bleiben wir bei Gesicht einmal. Also, ich mache das irgendwie in der Reihenfolge, aber gerade machen wir weiter mit den Blushes. So. Den MNY Blush wollte ich aufbrauchen. Ja, wie ihr sehen könnt, hat das nicht viel gebracht. Er ist noch immer relativ voll. Er ist sehr winzig, aber man kriegt ihn trotzdem nicht leer. Ich meine, ich habe auch die Schnauze voll gehabt, dann die ganze Zeit ihn zu benutzen. Ich habe ihn jeden Tag benutzt. Jeden Tag. Und irgendwann hängt deine Farbe einfach aus dem Hals raus. Da muss man ehrlich sein miteinander. Ich glaube, keiner von uns draußen da in den YouTube-Welt benutzt jedes Mal denselben Blush. Das kann mir keiner erklären. Außer meine Cousine. Die benutzt jeden Tag denselben Blush. Und dann noch eins da, wo ich Hit the Paint schaffen wollte, wo ich es nicht ganz geschafft habe, aber es ist eine riesen Kuhle drinnen, ist der MAC Lady Blush, den ich jetzt zurzeit wahnsinnig gern benutze. Vielleicht kommt der jetzt bald Hit the Paint, wenn ich dann nicht wieder die Schnauze voll davon habe. Wir werden sehen. Ja, Highlighter habe ich euch den Duo Highlighter von Alvea gezeigt. Ich will ihn jetzt auch nicht so kippen, weil sonst kann ich ihn nicht aufmachen. Aber das hat sich gar nichts daran. Also ich habe ja gesagt, ich will den oberen benutzen, aber wie ihr sehen könnt, habe ich ihn nicht benutzt. Ich weiß nicht, wenn du dir Sachen vornimmst, die du benutzen musst, weil du sie leer machen willst, gehen sie nicht leer. Da kannst du machen, was du willst. So ist es bei mir. Wenn ich Sachen nicht benutzen will und nur den Drang habe, sie leer zu machen, bekomme ich sie nicht leer. Leider nicht. Okay, dann bleiben wir gleich bei Gesicht und machen wir mal mit Concealer weiter. Hat eigentlich nicht so viel mit Gesicht zu tun, aber okay. Ja, dieses Ding hier, ich bekomme es nicht leer. Es schaut schon aus, also sehr aufgebraucht aus. Ich meine, es sind schon Löcher drin, man kann es eh sehen. Aber ich bekomme es nicht leer. Es kommt immer wieder noch was raus. Und es ist nicht gerade wenig, was da noch rauskommt, wenn ihr das sehen könnt. Also, es ist noch relativ viel da drinnen. Es wird, glaube ich, noch lange brauchen, bis der leer geht. Dann habe ich noch einen, den habe ich auch gar nicht benutzt, weil, ja, ich habe so ein Gen, ich benutze das nicht, wenn ich es mir vornehme. Und ich habe jetzt noch den anderen Concealer von Maybelline, ja, diesen Anti-Age, ihr wisst schon. Und den versifften, den ich euch da gerade minutenlang in die Kamera gehalten habe, habe ich jetzt nicht benutzt, aber ich werde den dann statt dem, falls der leer wird, dann für die Pickel benutzen. Beides nicht leer geworden. Also ihr seht schon, ich habe fast gar nichts leer gemacht. Also ich bin echt enttäuschend dran mit den ganzen. Oh, warte, ich habe noch einen Highlighter vergessen, den ich euch zeigen wollte. Den Highlighter habe ich euch zeigen vergessen. Das ist der von Kik. Das war in dem letzten Video, wo ich euch das gezeigt habe, war das bis hierhin. Und jetzt ist da mehr drinnen als vorher. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also kann sein, dass da oben immer was. Ich halte es da hin, damit es keiner sieht. Kann sein, dass da oben immer ein bisschen Glitzer stecken bleibt und dass man deswegen den nicht komplett, ja, also irgendwas
Ja. Ich habe ihn eine Zeit lang benutzt. Ich glaube, ihr habt es auch unter den Videos gesehen, weil ich schreibe das ja immer in die Infobox. Ich habe ihn auch eine Zeit lang benutzt, so hier als Highlighter, aber das ist mir zu glitzerig irgendwie auf, als Highlighter. Vielleicht werde ich ihn jetzt dann unter der Augenbraue benutzen, weil ich habe ja heute meinen Lidschatten leer gemacht, den man sich normalerweise immer unter der Augenbraue benutzt. Und vielleicht werde ich das benutzen, weil dann geht es ja irgendwann doch leer. Wir werden sehen. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Da fliegt man alles so runter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den benutze dafür, weil. Wir werden sehen. Ich habe noch einen anderen Lidschatten, den ich benutzen wollen würde. Aber wir werden sehen, welchen ich aus. Ja, wie schon. Ich rede schon wieder Blödsinn daher. Dann habe ich mir vorgenommen, zwei Lippenstifte zu benutzen. Aber. Das sind beide Nude-Töne. Und in dem, ich weiß jetzt nicht, in irgendeinem aufgebraucht Video, ich weiß jetzt nicht in welchem, da wo ich das eine Deo, dieses Garnier leer gemacht habe, da habe ich so dermaßen scheiße ausgeschaut. Da waren die Augen scheiße geschminkt mit dem, warte mal, da ist er, mit dem Benetrol drauf. Und seitdem habe ich mir vorgenommen, Nude-Lippen ein bisschen auszulassen und wieder mal eine Pause zu machen. Weil ich habe einen Lippenstift komplett leer gemacht, das war der von MAC, der. Innocence Beware. Und so schaut jetzt der von Catrice noch immer aus. Ich weiß gar nicht, ob das sich überhaupt noch was dran hat, aber ich glaube nicht. Weil ich habe dann gar keinen Nude mehr benutzt. Jetzt da trage ich hier solche Farben wie die, die ich jetzt trage. Also der ist jetzt der häufigste Lippenstift, den ich bis jetzt benutzt habe. Und der, da hat sich auch gar nichts dran. Den habe ich hin und wieder mal so benutzt, aber. Dabei bin ich kein Nude-Lippenfreund. Das war gar keine gute Idee, dass ich mir da Nude-Lippenstifte ausgesucht habe, die leer zu machen. Aber okay. Ja, und jetzt kommen wir zu den drei Sachen, die ich leer gemacht habe. Und wir fangen an mit der Essence My Skin. Mit dem Tinted Moisturizer. Das hat ja wohl lange gebraucht, bis ich den leer gemacht habe. Ja, er ist dann Gott sei Dank doch leer worden. Ob ich mal nachkaufe, weiß ich nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich habe jetzt noch so viel Zeug. Er war zwar ganz okay, aber ich weiß nicht, ob ich mal den nachkaufe. Da ist so ein Ja und ein Nein. Also. Aber ich bin froh, dass er jetzt leer geworden ist. Beim Make-up brauche ich ehrlich gesagt sehr lange, damit ich das leer kriege. Jetzt die Manhattan Foundation, die ich jetzt benutze, von Clearface, dieses Zeug, das dauert auch schon sehr lange, bis ich es leer bekomme. Also. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich zwei Glosse leer gemacht. Und beim Lipgloss leer machen bin ich eigentlich ganz brav. Also da kann mir keiner was vorschreiben. Da bin ich ganz brav. Also den von Manhattan, den ich leer gemacht habe, der ist gleich am Anfang, der ist gleich als erster sogar leer worden. Aber die sind eh nicht so voll. Also ihr seht das, die gehen relativ schnell leer. Und einen von MAC, das ist der Baby Sparks, den ich euch auch in dem Video damals gezeigt habe. Der ist auch leer, komplett leer. Also wenn man den ins Licht hält, dann sieht man das da. Dann kann man den Pinsel da unten schon sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber ich glaube nicht, das geht nicht. Ja. Also, da kommt jetzt auch nichts mehr raus. Nein. Kommt zu meiner Back-to-Mac-Sachen dazu. Ja, das war's. Kurz und knackig. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal so ein Video mache. Es ist eine super Idee. Eine richtig gute Idee. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da mitmache, weil, wenn ich mir die Sachen vornehme, die leer zu machen, dann kriege ich sie nicht leer. Weil ich habe nicht Bock, dauernd so eine Farbe als Blush zu benutzen. Die hier zum Beispiel, weil das macht einfach keinen Spaß. Ich benutze ja jetzt auch zwar den jetzt tagtäglich, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist schwer, dauernd Sachen zu benutzen, die man, weil man so viele hat. Ich glaube, jeder versteht das von uns, oder? Und ich glaube, jeder versteht auch, was ich meine, weil ich rede ihnen dann Blödsinn daher schon wieder. Na gut, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen sich beim nächsten Mal. Ob ich das nächste Mal mitmache, weiß ich noch nicht. Aber ich überlege es mir. Wir haben ja noch Zeit bis nächstes Jahr. Okay, dann sehen wir uns zum. Ah, beim nächsten Mal. Tschüss.